Liebe Mitchristinnen, liebe Mitchristen und besonders liebe Kommunionkinder, eigentlich wären heute in unserer Seelsorgeeinheit die beiden ersten Kommunionfeiern, auf die ihr Kinder euch schon ganz besonders gut vorbereitet hattet und auf die ihr euch bestimmt auch sehr gefreut habt. Aber wie so vieles in diesen Tagen, müssen wir auch diese Feiern verschieben. Das Motto, unter dem die Erstkommunion in diesem Jahr in unserer Seelsorgeeinheit stattfindet, war zum ersten Mal für die ganze Seelsorgeeinheit die gleiche. Jesus, erzähle uns von Gott. Ein Motto, das sich in dieser Corona-Zeit zum Glück beliebig strecken lässt, denn in der Bibel finden wir ganz viele Geschichten, die Jesus uns von Gott erzählt. Denn als Gottes Sohn kennt Jesus Gott viel besser als wir. Das haben die Leute damals zur Zeit Jesus schon gespürt. Sie haben gemerkt, dass Jesus ganz anders von Gott erzählt als die Schriftgelehrten. In der Sprache der Bibel heißt es dann, er lehrte wie einer, der Vollmacht hatte. Und auch das, was Jesus den Menschen von Gott erzählt, das hörte sich irgendwie anders an. Zum Beispiel, wenn Jesus sagt, dass Gott alle Menschen lieb hat. Einfach so. Jede und jeden einfach so, wie er oder sie ist. Und einfach, weil es ihn oder sie gibt. Einfach so. Und damit die Leute das verstehen, was Jesus von Gott erzählt, erzählt er es ihnen in Gleichnissen, in Geschichten, um ihnen zu zeigen, so ist Gott. Zum Beispiel die Geschichte vom guten Hirten. Ihr kennt die Geschichte alle. Ein Hirt hat 100 Schafe und merkt, dass eins plötzlich fehlt. Und er macht sich auf den Weg und sucht das Schaf so lange, bis er es gefunden hat. Und als er es findet, da freut er sich. Völlig normal, denken wir heute. Hirten tun so etwas. Aber eigentlich stimmt das nicht. Denn was heißt es denn, wenn der Hirte das eine Schaf sucht? Er lässt die anderen 99 einfach zurück, ohne Aufsicht. Also 99 Schafe sich selbst überlassen, um ein Schaf zu finden. Das ist eigentlich Unsinn. Besser wäre es wahrscheinlich, bei den 99 zu bleiben und darauf zu hoffen, dass das eine Schaf den Weg doch noch findet. So wäre es eigentlich normal und so würden wir Menschen das wahrscheinlich machen. Aber Jesus sagt, Gott ist nicht so normal. Für Gott ist jeder wichtig. Er gibt keinen verloren. Das ist schön, jedenfalls, wenn ich das eine verschwundene Schaf bin. Aber wenn ich zu den 99 gehöre, sieht das ein kleines bisschen anders aus. Das kann man auch ganz deutlich bei einer anderen Geschichte erzählen, merken, in der Jesus gar nichts über Gott erzählt, sondern einfach zeigt, wie gut es Gott wirklich mit uns meint, indem er es uns vormacht. Auch diese Geschichte ist gut bekannt. Es gibt da einen Mann in Jericho, den kann keiner leiden. Ein echtes schwarzes Schaf sozusagen, weil er den Menschen einfach Geld abnimmt und die sich nicht dagegen wehren können. Weil nämlich er von den Römern beschützt wird,
weil er für die Steuern einzieht und dabei einfach mehr kassiert und in die eigene Tasche steckt. Klar, dass ihn keiner leiden kann. Und als Jesus in die Stadt kommt, da wollen natürlich alle Menschen Jesus sehen, ihren Jesus. Und den Zachäus, dieses schwarze Schaf, den wollen sie davon abhalten, Jesus zu sehen. Ja, aber genau diesen Zachäus will Jesus besuchen. Und das können die Leute gar nicht glauben. Die fragen zu dem, ausgerechnet zu dem, oh bitte, zu jedem anderen, aber nicht zu dem. Weiß denn dieser Jesus gar nicht, wer das ist? Doch, Jesus weiß das. Und trotzdem, oder besser genau deshalb, geht er hin. Weil Zachäus ein schwarzes Schaf ist. Und Jesus hält ihm keine Predigt, dass er sich bessern soll. Und er sagt auch nicht zu ihm, ich komme nur dann zu dir zu Besuch, wenn du vorher... Nein. Er geht ganz einfach hin und lässt Zachäus erleben, wie schön das ist, einen Freund zu haben. Und weil Zachäus nicht dumm ist, kapiert er das sofort. Und er ändert sein Leben. Ja, und da sind dann wieder alle froh. Genau so, wie wenn das verlorene Schaf wiedergefunden worden ist. Jesus sagt und zeigt uns damit, dass Gott es gut mit uns meint. Mit jeder und jedem von uns. Auch wenn er manchmal Dinge tut, die wir nicht sofort verstehen. Die Kommunionkinder haben sich in der Vorbereitungszeit viele dieser Geschichten kennengelernt und in der Bibel auch selbst gelesen. Die meisten von uns, und da schließe ich mich auch mit ein, nehmen sich im Alltag viel zu wenig Zeit, mal in der Bibel zu lesen und darüber mit anderen zu sprechen, darüber, was dort steht, darüber, wie das gemeint sein könnte und darüber, was das für mich persönlich bedeutet. Wenn wir heute und in den beiden kommenden Wochen die Kommunion feiern, ausfallen lassen, dann könnten wir uns doch von dem Motto der Erstkommunion inspirieren lassen und miteinander lesen, erzählen oder darüber sprechen, was Jesus von Gott erzählt. Wir könnten das zu Hause tun, am Telefon oder vielleicht sogar in einer Bildschirmkonferenz. Aber so schön wie das vielleicht wäre, sollten wir das nicht tun, ohne vorher zu fragen, ob unser Gegenüber auch wirklich Lust dazu hat. Aber wenn das so ist, dann können diese Gelegenheiten etwas Besonderes werden. Vielleicht sogar ein kleines Fest, auch wenn es natürlich keine Erstkommunion ist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und natürlich ganz besonders euch Kommunionkindern eine gute Zeit und dass ihr gesund bleibt, bis wir dann im Herbst gemeinsam eure Erstkommunion feiern können. Und uns allen wünsche ich bis dahin Gottes Segen.